Ich schaue mir an, was die Kollegen gearbeitet haben, was produziert worden ist. Ich bin auch dafür zuständig, das Warenwirtschaftssystem auf dem neuesten Stand zu halten. Also das ist so das Erste, was ich in der Früh mache, dass ich schaue, was ist produziert worden. Es wird eingebucht ins System, damit es dann auch gleich wieder rausgehen kann mit dem nächsten LKW sozusagen. Ja, der Tag beginnt eigentlich positiv, weil wir haben schöne, helle Büros, sind modern eingerichtet. Also ich habe meinen Arbeitsplatz, habe einen Laptop zum Arbeiten und auch Diensthandy, das man privat nutzen kann. Das heißt, man kann einmal zu Hause was erledigen. Normaler Arbeitstag ist, wenn ich komme, dass ich mit den Kollegen bespreche, was war bei ihnen Probleme, was kann man verbessern mit der Produktion, was kann man verändern. Da schaue ich runter, ob alles passt, wie laufen die Maschinen oder ob es irgendetwas ungewöhnlicher ist. Von den Werkzeugen her werden wir sehr gut unterstützt, wenn wir ein bestimmtes Gerät brauchen, ein spezifisches Gerät, nur für das dann da ist, kriegen wir sofort genehmigt und ist einfach toll da drinnen. Die Arbeitszeiten sind bei uns flexibel, weil wir haben ein Gleitzeitmodell. Für mich besonders flexibel, weil ich berufstätige Mutter bin und ich durch das Angebot von Homeoffice sofort wieder in den Beruf einsteigen konnte. Also bei mir geht sich die Work-Life-Balance ganz gut aus, auch als Mutter. Ich habe zwei Kinder und kann das gut vereinbaren, eben auch, weil die VfW darauf eingeht, was für mich auch wichtig ist. Was ich sehr schätze, ist eben die Kantine, dass man da relativ günstig wirklich gutes Essen kriegt. Ein dreigängiges Menü, wirklich gut. Die Küche ist sehr angenehm, dass man da einen eigenen Koch hat. Ja, natürlich eben fürs Team dann auch wieder so business-run-mäßig und so. Sachen, was immer wieder veranstaltet werden, wo wir mitmachen.